Wenn wir über Medikamentenmissbrauch sprechen, das ist ein Wort, das haben wir heute schon häufig benutzt. Und was bedeutet das eigentlich in Einordnung zum normalen Medikamentengebrauch oder Konsum? Dann wird das Arzneimittel eben nicht bestimmungsgemäß eingenommen, so wie es eigentlich gedacht ist. Also es gibt keinen medizinischen Grund, der dem vorliegt. Oder es wird in einer zu hohen Dosis, das haben wir gerade auch noch von Dominik Schnutz eindrücklich gehört, Anabolika oder anabole Steroide, die dann in extrem hohen Dosen genommen werden, um entsprechende Wirkungen zu erzeugen. Oder aber sie werden über einen zu langen Zeitraum eingenommen, als sie eigentlich eingenommen gehören und können damit dann zu entsprechenden Wirkungen oder Nebenwirkungen führen. Und wir gucken zwar immer auch auf die psychoaktiv wirkenden Medikamente, also gerade dann eben Opioide oder Benzodiazepine, aber eben auch, oh, da ist ein I weg, apothekenpflichtige Schmerzmittel wie Ibuprofen, also Paracetamol, Aspirin, Triptane, die Sachen, die dort eingekauft werden können, Abführmittel, Erkältungsmedikamente, Vicmedi-Night, in dem auch Dextromethorphan mit drin ist. All das sind auch Medikamente, die missbräuchlich konsumiert werden. Als Konsummotive bei jugendlichen Konsumentinnen, da ist der Markus ja vorhin schon mal etwas drauf eingegangen in seinem Vortrag. Zum einen haben wir eine medizinische Indikation, die vorliegen kann. Also es gibt einfach auch Behandlungsgründe bei Jugendlichen, bei Kindern. Und das können halt auch chronische Erkrankungen sein, chronische psychische Erkrankungen, die mit einer Medikation einhergehen. Und das kann eben ein guter Grund sein, der vielleicht mitunter auch nicht so häufig reflektiert wird. Zudem kann es eine Symptombehandlung sein. Es gibt medizinische Gründe, es gibt Beschwerden, Befindlichkeiten. Allerdings werden die nicht weiter medizinisch abgeklärt, sondern es werden Medikamente, die eben apothekenpflichtig sind oder frei verkäuflich sind, konsumiert, die vielleicht auch von der Nachbarin oder von wem auch immer dann mal bekommen werden, in Selbstmedikation. Wird dann auch nicht weiter verfolgt, vielleicht sind die Eltern da auch nicht so weit hinterher. Und die Jugendlichen reflektieren das vielleicht auch nicht so richtig. Es gibt unterschiedliche Informationsgrade auch bei den Konsumentinnen. Teilweise sind die Jugendlichen sehr gut informiert, was sie da nehmen und konsumieren das wirklich gezielt. Und das ist zum Beispiel auch bei Opioiden, bei Tilidin, das hatten wir heute schon, Oxycodon, Tramadol, Codein, dass das eben wirklich gezielt mit der psychoaktiven Wirkung eingenommen wird. Andere wiederum, da haben wir auch Berichte aus Beratungsstellen, wenn die hören, dass das was mit Heroin, dass es eine Verwandtschaft zu Heroin gibt bei den Opioiden, fallen die aus allen Wolken. Das wissen die nicht. Oh, ich hätte gewusst, hätte ich die Finger davon gelassen. Also es ist teilweise auch wirklich nicht gut informiert. Es gibt vergleichsweise einfache Zugangswege, also gerade über die Apotheken, Arztpraxen, mittlerweile eben aber auch über die sozialen Netzwerke, digitale Medien, sehr anonym und sehr effektiv auch über Telegram-Gruppen oder ähnliches. Und es wird als vermeintlich legales Suchtmittel dann angesehen, mit einem gewissen Reinheitsgrad. Und klar, wir haben Neugier- und Experimentierverhalten bei Jugendlichen als Motiv. Gerade in der Phase der Identitätsfindung kann gerade die Vorbildwirkung von Musikerinnen, Sportlerinnen oder Ähnlichem eine Rolle spielen. Die Selbstoptimierung hatten wir vorhin angesprochen, auch beim Thema Bodytuning. Das zieht sich aber durch verschiedenste Bereiche. Das betrifft nur nicht nur die Anabolika, sondern eben auch andere Medikamente, die, was die Ernährung angeht, abnehmen vielleicht über Diuretika, also ausschwemmende Medikamente oder eben auch Medikamente, die Hirnleistung anregen sollen, die stimulieren, Koffein, was wach macht, Wekamine, genau. Lifestyle im Sinne von, okay, meine Idole konsumieren das auch. Und hierbei vielleicht auch das, was Tilidin als Wirkung auch mit hat, dieses Erhöhen der Risikobereitschaft und Aufputschen, das ist eine Euphorie und sich ja auch bereit fühlen, irgendwie schmerzunempfindlich zu sein. Es wird ja auch beschrieben, dass das konsumiert wird, um zum Beispiel bei gewaltbereiten Menschen irgendwie, bevor sie sich in Gewaltsituationen begeben, dann nochmal die Schmerzunempfindlichkeit zu senken oder eben dieses Gefühl hier herbeizuführen.
Oder es ist eine klassische Bewältigungsstrategie, eben im Sinne von Selbstmedikation, mir geht es nicht gut, ich möchte den Stress etwas lindern oder mich ganz wegschießen. Das ist ja das Fatale, das Tolle auch. Medikamente verfehlen ja grundsätzlich ihre Wirkung nicht so wie andere Drogen halt auch. Die wirken schnell, die entspannen dann vielleicht. Klar, wirken sie dann vielleicht mal nicht so, wie man sich das gewünscht hat, aber grundsätzlich tritt die Wirkung schnell ein und das ist gewünscht. Das ist nicht so anstrengend, wie andere Dinge zu machen, alternative Dinge zu machen und dementsprechend ist der Griff dahin mitunter eben schnell, vor allem wenn man es vorgelebt bekommt. Die Leistungsanforderungen, die auch aus dem Umfeld an einen herangetragen werden, können dazu führen, dass eben mehr konsumiert wird, dass eben nicht nur die Steigerung der Leistung im Vordergrund steht, sondern einfach überhaupt Leistung erbringen zu können, ob der Anforderungen, die da sind. Und das haben wir jetzt auch im Rahmen der Covid-19-Pandemie über alle gesellschaftlichen Dimensionen, aber eben auch bei Kindern und Jugendlichen, die enormen Stressoren ausgesetzt sind, immer noch und wurden und dementsprechend da auch Medikamente ein Mittel der Wahl sein können, um dem etwas zu entfliehen. Problematisch ist halt, dass eben je früher, je intensiver konsumiert wird, je länger man das auch macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben ein verfestigtes Verhalten sich einstellt und gegebenenfalls dann auch eine Abhängigkeitserkrankung daraus erwächst. Das kennen wir von anderen Substanzen und das trifft auch eben auf den Medikamentenkonsum zu. Und es kann auch sein, das sind erstmal nicht psychoaktive wirkende Substanzen. Im weiteren Verlauf sind aber vielleicht andere mit einem höheren Suchtpotenzial dann Mittel der Wahl. Und wie schon vorhin im Eingangsvortrag angeschnitten, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die können wir noch gar nicht wirklich abschätzen. Aber es ist, wenn man überlegt, dass Traumabehandlung gerade bei Angst- und Panikstörungen auch mit sehr schnell abhängig machenden Medikamenten einhergehen kann, also wie Benzodiazepine, anxiolytische Medikamente, eben die die Angst lösen, die Panikattacken in den Griff bekommen, dann kann das durchaus sein, dass eben diese Medizierung zukünftig auch vielleicht problematische Dauerverschreibungen zur Folge hat. Riskant ist halt, wenn Jugendliche konsumieren, auch im Heranwachsen, der Körper ist noch im Aufbau, lernen nicht die natürlichen Bedürfnisse oder Warnsignale des eigenen Körpers kennenzulernen. Und das ist enorm wichtig, gerade wenn man in Richtung Sport schaut oder auch in anderen Bereichen, aber gerade beim Sport, die körperlichen Grenzen nicht zu kennen. Das ist nicht hilfreich, um dich weiterzuentwickeln. Das ist total super wichtig, das zu können. Und es kann halt sein, dass eben auch die Dosierungen fehleingeschätzt werden und dass eben dann entsprechende Nebenwirkungen sich einstellen auf Magen, Darm. Das sind auch die leichteren. Und da, dass zum Beispiel, wenn jemand Ibuprofen einnimmt und hat das bekommen, vielleicht von Mutter oder Geschwistern, das ist eine 800-Milligramm-Tablette. Das ist was anderes, das ist ein richtiger Hammer, im Gegensatz zu 200 Milligramm, die ich auch in der Apotheke vom Apotheker bekomme. Und dessen sind sich halt die Jugendlichen auch aus eigener Erfahrung schon so mitbekommen, nicht wirklich bewusst häufig. Und es wird normal, vielleicht auch das Medikament einzunehmen. Ich habe häufig Kopfschmerzen, ich habe Migräne oder ich interpretiere das als Migräne, Kopfschmerzen, Schmerzen. Ich gehe den Ursachen nicht auf den Grund und ich nehme einfach was ein. Und da haben wir schon den missbräuchlichen Konsum, weil eigentlich die richtige medizinische Indikation gibt es nicht. Ganz gefährlich ist mit einhergehender Mischkonsum. Gerade wenn wir auf die härteren Substanzen gucken, eben in Anführungsstrichen härter, die psychoaktiv wirksamen, die mit einem höheren Abhängigkeitspotenzial, die Benzodiazepine wie Xanax zum Beispiel oder Tilidin, Tramadol, Oxycodin, dann kann in Kombination mit Cannabis zum Beispiel, anderen Substanzen, Alkohol, können schwere Folgen einer drin die Todesfolge auch führen können. Also durch Atemdepression, also dass die Atmung stoppt. Das ist nochmal ein kleiner Hinweis, da gibt es einen sogenannten Kombi-Checker auf der Schweizer Website und dort können halt Interaktionen von Medikamenten beziehungsweise auch illegalen Substanzen miteinander verglichen werden und nach dem Ampelsystem abgeglichen werden. Wenn wir uns Lebenswelten von Jugendlichen und Kindern anschauen, in denen sie sich bewegen, dann haben wir halt den Bildungsbereich, Party-Setting, Freizeitbereich, Peer-Groups,
Lernumfeld, Sport, Familie, Freunde. Und dort in all diesen Lebenswelten agieren halt Vorbilder. Und zuerst zu nennen eben Eltern und Familie. Wenn ich dort erlerne, dass es wie alles eine Pille gibt und irgendwie ich habe eine Befindlichkeit und dann nehme ich das ein und dann geht es mir besser oder ich glaube, dass es mir besser geht, dann suche ich vielleicht auch nicht nach alternativen Konzepten. Und wenn Eltern das schon vorleben früh, kann das auf die Kinder übergehen. Vorhin haben wir schon wurde schon angesprochen, was Musikerinnen und Musiker auch einen Einfluss haben können auf Jugendliche. Das wissen wir wissen um die Influencer-Bewegung, wir wissen darum, dass jede Generation irgendwie auch ihre Substanzen hat, die auch in der entsprechenden Musikszene verherrlicht werden, besungen werden, gelebt werden, ob Cannabis, LSD oder was es auch alles ist. Wir haben jetzt gerade auch vermehrt einfach Benzodiazepine und Opioide, die besungen werden, gerade im Hip-Hop. Und da haben halt Stars oder auch Sportlerinnen und Sportler, je nachdem, ob sie dopen oder nicht, ob sie zum Medikamentenkonsum animieren oder nicht, eine Verantwortung. Freundeskreis ist klar, wenn ich irgendwie in einem Freundeskreis bin, da wird nicht so konsumiert. Ich habe da aber hab ich doch Lust drauf, mehr zu konsumieren, dann suche ich mir vielleicht auch eine konsumierende Peer Group. Die pädagogischen Fachkräfte sind in der Verantwortung, Trainerinnen und noch weitere. Abschließend würde ich Sie gerne zu einer kleinen Übung einladen und dazu werde ich meinen Bildschirm wieder entteilen.